So, also, wie gesagt, ich bin wieder da. Nach 3 Wochen, glaube ich. Also, mein letzter Stream war der 5. Dezember und da ging es mir bereits an diesem Tag nicht so gut. Und es stellte sich später heraus, und das ist jetzt kein Witz, dass ich Corona habe. Also, oder hatte. Jetzt ist ja das schon wieder ein Weilchen her. Ich erzähle euch das jetzt mal ganz kurz, was da so alles passiert ist. Also ich hatte ja eine Woche lang Rückenschmerzen, da konnte ich auch nicht streamen. Und nach diesen eine Woche Rückenschmerzen, was auch nicht angenehm war, ging es mir so langsam schlechter. Und es fing an mit Augenhöhlen drücken. Also richtig, man hat richtig gemerkt, wenn man so die Augen bewegt hat, dass das so schmerzt die ganze Zeit. Ja, und vor allen Dingen schwindlig. Also auch jeden Abend so, wenn man so ein bisschen den Kopf bewegt, so, ui, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Das war irgendwie, hat mein Gehirn nicht so richtig mitgemacht. So, da hatte ich schon das Gefühl. Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau welches Datum, es war auf jeden Fall ein Montag. Und da ging es mir im Laufe des Tages auf einmal richtig schlecht. Also ging richtig bergab. Hatte dann auch Fieber, 38,5. Schon ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack. Und ja, ab da ging es mir wirklich dann richtig dreckig. Also permanent jeden Tag Fieber. Das ging bei mir 11 Tage lang. Also ich hatte 11 Tage lang Fieber gehabt, ne? Also mal ging natürlich das Fieber ein bisschen runter, aber dann so um 3, um 4, so langsam Nachmittag, Abendstunden, schoss das Fieber plötzlich nach oben. Ja, natürlich dann gleich am ersten Tag, wo ich Fieber hatte, zur Ärztin gegangen. Die hat mir gleich auch diesen Abstrich gemacht im Rachen. Das war ein PCR-Test, also kein Schnelltest. Die sind dann zuverlässiger und finden auch die kleinsten Sachen, also so wie ich das gehört habe. Ja, und da kam schon am gleichen Tag am Abend schon mein Testergebnis. Also hat keine 24 Stunden gedauert. Ich hatte ja so einen kleinen Code bekommen, Briefchen, auf welcher Seite ich gehen soll. Und dann musste ich alles eingeben. Und dann habe ich schwarz auf weiß gesehen, dass ich Corona habe. Und ja, ging mir natürlich dann nicht besser mit der Nachricht, sondern ich habe mich gleich in Selbstquarantäne begeben und habe mich quasi eingesperrt in den Raum, wo ich hier eigentlich auch die ganze Zeit streame. Da habe ich mich eingesperrt, auch für 1,5 Wochen. Also so lange, wie das Fieber noch da war, habe ich mich auch eingesperrt. Ja, und meine Frau musste mir halt mein Essen an die Tür ranbringen und mein Trinken. Und mir ging es wirklich in dieser Zeit richtig, richtig dreckig. Und das meine ich wirklich ernst. Also, ich meine, es kommt ja immer auf die Dosis an, ne? Die Dosis macht das Gift. Wie viele Coronaviren bekommt man ab? Und dann geht es weiter mit der Blutgruppe. Ich kann das so ganz offiziell sagen, glaube ich. Ich habe die Blutgruppe A, ja. Das ist die gefährdetste Blutgruppe, weil jede Blutgruppe halt so unterschiedliche Eigenschaften hat, wo die halt Stärken und Schwächen haben, ne? Und A hatte natürlich die größte Schwäche gegen Corona und ja, da hat es mich natürlich auch wahrscheinlich noch mehr erwischt und dass ich noch ein Mann bin und gleichzeitig vielleicht war mein Immunsystem auch nicht mehr so stark, weil ich ja vorher Rückenschmerzen hatte und so weiter und so fort. Also das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat es mich richtig umgehauen, muss ich sagen. Das war für mich persönlich keine Grippe, sondern was viel, viel Stärkeres. Und also das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Und ich hatte tatsächlich 1 bis 2 Tage lang Atemprobleme gehabt. Also das bedeutet, ich lag lang und habe versucht zu atmen, aber ich war irgendwie so schwach mit meinem Brustkorb und also irgendwie hatte ich die totale Schwäche in meinem ganzen Körper und musste immer wieder tief Luft holen, auch bei offenen Fenstern. Also ich hatte das Gefühl, als ob ich kaum Sauerstoff bekommen habe. Das war ganz eigenartig. Ja, meine Ärztin hat mich dann natürlich gleich auch am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, ja, ich bin positiv und das Gesundheitsamt wird sich melden. Das Gesundheitsamt hat sich dann 4 Tage später gemeldet, also dann zum Freitag. Ich habe am Dienstag dann offiziell positiv gesagt bekommen
Und am Freitag hat mich dann meine Ärzte, hat mich dann das Gesundheitsamt angerufen und hat mir dann Quarantäne verhangen, wie es halt so ist. Haben das rein rechnerisch auch gemacht, wann ich die ersten Symptome hatte. Das war schon wesentlich früher. Und so hatte das dann irgendwie auch gar nicht dann gestimmt. Also die haben mich dann zu einer Quarantänezeit gegeben, die dann quasi, also die haben mich am Freitag angerufen, dass ich dann bloß noch bis am nächsten Tag am Samstag Quarantäne hatte. Und der Spaß fing eigentlich erst komplett an. Also das war schon Schwachsinn, diesen Zeitraum überhaupt zu geben. So, ja, und dann musste ich mich halt wieder melden, weil wenn man natürlich noch nicht symptomfrei ist, soll man sich selbstständig beim Gesundheitsamt melden. Das wusste ich auch noch nicht. Da habe ich mich halt gemeldet. Ja, und dann haben die mir noch eine Woche dran gehangen. Also noch eine ganze Woche dran gehangen. Es war eh schon Schwachsinn. Als sie mir die Quarantänezeit gegeben haben, war das schon Schwachsinn, weil es war klar, bei mir geht es noch wesentlich länger. Und ich habe auch viel gelesen dann, dass die meisten wohl so mindestens 10 Tage lang Fieber hintereinander haben. Ja, und ich hatte auf jeden Fall letztendlich dann 11, 12 Tage Fieber. Also mir ging es richtig scheiße, muss man sagen. Richtig scheiße. Und in der Zeit habe ich sehr stark körperlich abgebaut. Also ich habe auch 5 Kilo abgenommen. Und sehr stark körperlich tatsächlich abgebaut. Ich hatte die ganze Zeit auch keinen Hunger, ganze Zeit keinen Durst. Und ich, ja, habe mir jedes Mal Sachen reingezwungen. Ne? Also es war nie ein Hunger da. Nie. Zu keinem Zeitpunkt. Ich musste mir jedes Mal reinzwingen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass mein Bauch schon voll war. Aber das stimmte nicht. Ich habe schon viele Tage nichts gegessen. Und dann mal ein Apfel und so weiter und so fort. Also irgendwie mit Vitamin sich aufgepäppelt. Dann kam ich auf die glorreiche Idee, mal Nahrungsergänzungsmittel schon mal reinzuzimmern, wenn ich schon fast nichts fasse. Es ist einfach so. Und ja, das war wirklich, muss ich sagen, auch psychisch hat es mich sehr, sehr fertig gemacht. Also ich lag lang auf der Matratze hier. Ich habe ja extra eine Matratze dann in mein Zimmerchen reingemacht. Und ich war psychisch richtig durch. Also so total vereinsamt auch und war auch vom Fieber her und so weiter. Ich hatte auch natürlich auch fiebersenkendes Mittel genommen und das hatte auch Nebenwirkungen. Das hat mich auch nochmal ein bisschen fertig gemacht. Es war schon eine sehr, sehr destruktive Reise. Also mein Körper und mein Geist hat wirklich sehr, sehr abgenommen in der Zeit. Ja, und ich musste ein bisschen, wie gesagt, wo ich dann diese Atemprobleme hatte, tatsächlich ein bisschen kämpfen. Aber meine Ärzte hat mich ja dann auch informiert, wenn es schlimm wird, dann soll ich gefälligst dann halt natürlich ja, Krankenwagen holen, beziehungsweise Krankenhaus dann eingeliefert werden, was ja so normal ist, wenn man dann das nicht so schafft. Und man soll auch gleich sagen, dass man Corona hat. Das hat sie mir auch gleich mitgegeben. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, war ich von meinen Ärzten ein bisschen enttäuscht, weil ich habe dann natürlich nach 4, 5 Tagen Fieber habe ich dann angerufen und habe gesagt, hier, ich habe Fieber. Was soll ich denn machen jetzt hier? Ja, und die hat einfach so gesagt, na, fiebersenkendes Mittel nehmen und fertig ist. Und irgendwie auch die ganze Zeit keine Unterstützung so. Also während ich Corona hatte, keine Unterstützung, also keine ärztliche. Also die hat sich nie informiert nach meinem Zustand und wenn ich angerufen habe, dann so nach dem Motto, ja, kommen Sie ja nicht zu uns, nehmen Sie irgendwelche Drogen von der Apotheke und dann klappt das. So war es nach dem Motto. Klingt doof, ist aber so. Es ist leider so, ja. Und rückblickend, jetzt reden wir schon fast 10 Minuten, aber es ist ein wichtiges Thema für mich auch. Rückblickend muss ich sagen, dass das die schwerste Krankheit war, die ich in meinem Leben hatte. Also tatsächlich. Ich hatte tatsächlich natürlich auch mal Grippe gehabt, auch mal, ja, wo die Schweinegrippe war, da hatte ich auch mal so ein bisschen Mist. Und da ging es mir auch mit Halsschmerzen und das war richtig, richtig brutal und richtig schlecht ging es mir. Aber rückblickend war es wirklich für mich persönlich natürlich, jeder tut es ja auch anders aufnehmen von den Viren oder ist halt nicht so stark betroffen.
Für mich war es die schwerste Krankheit, die ich je hatte. Und deswegen sage ich nur, passt auf euch auf. Wascht eure Hände, vor allen Dingen macht Abstand. Ich habe nämlich auch meine Hände desinfiziert, ich habe auch immer Maske getragen und ich habe auch immer auf den Abstand geguckt. Also es ist nicht so, dass ich völlig fahrlässig durch die Welt ging, aber ich hatte, ich glaube, ich habe mich da angesteckt in dem Moment, wo ich dann beim Augenarzt war und da waren natürlich sehr viele Menschen, hatten natürlich sehr viel Abstand. Aber aufgrund dessen, dass es zum Beispiel einen Stift gab, mit dem man schreiben musste, und ich glaube, der wurde auch nicht desinfiziert, und ich in einen Raum gebracht wurde, wo jeder irgendwie gebracht wurde zum Augentest, hatte auch die Maske nicht viel geholfen. Ne? Weil es war ja auch bloß so eine kleine Behelfsmaske und natürlich atmet da viele in diesen Raum auch aus. Und dann ergibt es natürlich diesen Dunst. Und ich denke mal, ich habe mich hauptsächlich über ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, diese Aerosole hier, die so in der Luft schweben, da habe ich hauptsächlich mein Virenpaket abgeholt. Also das war wirklich ein sehr konzentriertes, hohes Virenpaket. Und ja, da denke ich mal, habe ich mich hauptsächlich auch angesteckt. Ich weiß es nicht, kann man nicht hundertprozentig sagen, kann man nicht nachvollziehen. Den Weg, aber ich bin ja grundsätzlich nicht viel rausgegangen. Ich habe mich ja schon an vielen Sachen gehalten, aber es hat mich trotzdem erwischt und das war kein Spaß. Das möchte ich euch auch so mitgeben und sagen, natürlich könnt ihr das ohne Symptome vielleicht durchstehen. Das hört man ja doch oft, dass es so ist. Aber es kann auch passieren, dass es euch richtig schlecht geht. Und ich sage euch, wenn ihr Symptome habt und viele Tage Fieber. Es ist keine Grippe, es ist viel schwerer. Also, falls ihr natürlich die Chance habt, irgendwann euch zu impfen bei irgendeiner Gruppe, dann macht das. Ich werde das auf jeden Fall auch machen, weil ich weiß natürlich, dass man sich erneut anstecken kann. Ich habe ja jetzt jetzt vielleicht Antikörper, aber wie lange reichen die, wie lange sind die da, das ist halt so eine Sache. Und ich werde mich auf jeden Fall auch natürlich dann spritzen lassen, sobald ich irgendwann mal in die Nähe komme. Wird wahrscheinlich im Sommer 2021 sein, so circa, wer weiß. Ja, das war auf jeden Fall jetzt ein, wie ich finde, sehr ernstes Thema und musste aber mal gesagt werden. Falls ihr dazu Fragen habt oder irgendwelche Detailfragen habt, könnt ihr die gerne stellen unter diesem Video. Und ich werde die versuchen zu beantworten.